Schwanen. Lesen Sie die Bibel. Oh, hey, look, it's the president. Hey, Mr. President. There you go. Easy. Easy. Don't lose sight, ready? 2, 3, and now. Mein Gott, tut mir leid, ich bin kein Kirchenfreak. Diese Zeug steht direkt in einem Bruderkrieg. Doch der Herr steht uns bei im fremden Grenzgebiet, in dem die Lüge der Wahrheit unterliegt. Auch die Strafe falsche Zeugen, 18 Monate Knast, können das nicht aufhalten, was ihr so abgrundtief hasst. Wir fahren weiter fort, so Gott will, und wir leben, dieses fromme Gewerbe aus den Angeln zu heben. Jesus hat den höchsten Preis bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Und da geht es mir im Moment noch sehr gut. Im Römischen Reich sind sie in den Löwen geworfen worden, gepfählt worden, ins Feuer gesteckt worden. Das liegt in der Familie, dass wenn man Wahrheit spricht, dass man nicht geliebt wird. Ich bin ja nicht. Ich bin einfach nur gläubiger Mensch und erzähle das, geht hin in alle Welt, ist der Auftrag. Dass es Verfolgung zur Folge hat, sehen wir ja. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh und dankbar darüber. Weil das steht in der Bibel. Ihr müsst verfolgt werden um meines Namens willen. Ob Strafe und Warnung helfen, ist fragwürdig. Denn das Erste, was die beiden taten, als sie das Gericht verließen, klar, weiter predigen. Klar, weiter predigen. Weiter. Shalom, ihr Lieben. Dritte Folge, glaube ich. Das ist jetzt mittlerweile, wo wir Brüder zusammenkommen. Eine Woche ist es her von der letzten Aufnahme. Ja. Rein technisch hat sich auch was geändert, weil der Ton, wie ihr bemerkt haben werdet, wenn das dann ausgestrahlt wird, hat ziemlich Gehalt, sodass wir jetzt uns dem Herrn sei Dank relativ günstiges Equipment holen konnten, sodass wir jetzt die Technik an der Brust haben und dadurch ja hoffentlich der Ton besser wird. Noch besser wird. Amen. Der ist ja schon in Ordnung. Genau. Ja, ansonsten haben wir dem Herrn das auch schon anbefohlen, weil wir das ja ohne Skript machen wollen, in Anführungsstrichen ohne Skript, also vorgefertigte Drehbücher, Vorgaben, sondern einfach so den Herrn mit anbefohlen haben, dass er das schenkt, auszusprechen, was er möchte. Genau, oder dass wir auch gespannt sind, was kommt. Halleluja. Oh. Er kommt. Amen. Ja, Bruder. Ja. Ich meine, wir können ja damit anfangen, was ich gerade so höre. Du hast so einen schönen Zettel mitgebracht. Ja, ja. Den kannst du ja mal einblenden, Bruder. Ja, kann ich ja mal machen. Blende dich ein und den hast du mir gegeben. Und ich dachte, das wäre irgendein Flyer für Berlin. Ja. Migration, ja. Multikulti. Ja. Und dann hast du plötzlich was anderes gesagt. Ja, verteilt. Und mir hat jemand gegeben, hat er gesagt, hier, du bist ja gläubig. Derjenige sollte das Geschenk kriegen und hat dann auf der Straße gesagt, nee, ich will nicht. Ich will nicht von irgendwo was. Ja, wir sind kein Verein und so haben sie dann gesagt. Und haben dann diesen guten Tag auf verschiedenen Sprachen, verschiedene Länder, auch verschiedene junge Leute sind hier zu sehen, lächelnde aus verschiedenen Ländern. Ja, und dann ist es ja so ein Riesending. Kann ich gerne mal aufklappen. Ja, das ist also so eine Tapete hier. Schöner Flyer. Ja, richtiger Flyer, doppelseitig, in mehreren Sprachen. Und ich war dann natürlich neugierig. Ich bin immer, das ist schon immer so gewesen. Auch mit meinen 64 Lebensjahre bin ich wie so ein Kind und bin natürlich auch neugierig. Da habe ich mal her, habe ich mir das Ding genommen und war ganz gespannt, so wie du. Und dann habe ich gelesen, ach, die reden von Jesus und so und. Und musste dann aber traurigerweise erleben und feststellen, dass es wie in den meisten Missionen und Verkündigungen in der Öffentlichkeit in der Werbung, ja, machen sie ja Werbung, nicht das ganze Evangelium weiterreichen, sondern nur dieses positive, nette, Gott liebt dich, du wirst gesegnet, du wirst noch mehr kriegen, wie Jesus gesagt hat, ja, in volle Genüge, überfließend, ja, noch ein Auto, noch ein Haus, noch ein Flugzeug, mein Haus, mein Pferd, meine Frau, ja, mehr, ja, noch mehr gibt es. Und so sagte dieser Flyer auch, und darum war ich so betroffen und traurig. Es ist auch immer so, dass ich immer wieder aufs Neue betroffen bin, wie mein Bruder Christian Arnold auch, dass wenn wir sowas hören und so, dass das unser Herz bebt, ja, dass wir, ja,
dass das Feuer in uns brennt, da, wenn wir das hören. Da ist dann so ein Gebet, ein kurzes Gebet. Ja. Ne, wo sie das dann sprechen. Das ist der Hammer. Und dann, so, jetzt sind sie ein Gotteskind. Da ist weder von Verfolgung, von Nachfolge, will mir jemand nachfolgen, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ich mach mal weiter. Wunderbar. Damit ihr mal seht, was ich davon halte und was in der Bibel steht. Ja? Sekten, Irrlehrer, ja. Führen die Menschen in die Irre. Ja? Mal schnell hier, machen Sie mal so, beten Sie mal schnell hier, das, was wir gerade sagen. Schwupp, schon sind Sie ein Gotteskind. Da ist also nichts wie in der ganzen Schrift, die ganze Schrift ist davon voll. Ich denke gerade, der Bruder hat hier ein wunderbares Bild auf seinem Computer, wenn er nachher nochmal umschaltet, könnt ihr das ja mal sehen. Ja? Dieses Mose, Exodus, Befreiung vom Gesetz heißt es. Und da steht Mose auf dem Berg mit den 10 Geboten in der Hand, dein Stab, kurz bevor er dann, also wo er runterkommt vom Berg Sinai mit den 10 Geboten. Ja, Mose, der Mann Gottes, gesendet nach Ägypten, um das Volk zu befreien. Dieser Mann, der Prinz von Ägypten war, ja, der war also so reich wie Ägypten zur damaligen Zeit. Ja, das reichste. Das war die Weltmacht. War die Weltmacht. Die Weltmacht überhaupt. Das war die Weltmacht. Und das Volk Israel waren ja dort in der Knechtschaft 400 Jahre. Und dann hat der Herr Mose berufen und hat gesagt, geh hin und sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Und aber ich wollte darauf hinaus, dass er reich war, unsagbar reich. Und die Pharaos Tochter hat ihn ja aufgenommen, im Körbchen, im Nil, vielleicht kennt er die Geschichte ja, ausgesetzt. Weil die Juden, die Kinder sind ja getötet worden auch, damit sie nicht so Fülle wären. Ja, Minimierung, ich sag mal, erinnert mich so ein bisschen an die Abtreibung. Die Minimierung der Bevölkerung, wo sie jetzt, ich schweife einfach mal aus, der Bundestag, die Regierung, die westliche Welt damit zu kämpfen hat. Das nennt sich demografischer Wandel, nennt sich diese verlogene Wort. Was sich dahinter verbirgt ist, dass sie seit über 40 Jahren per Gesetz die Nachkommen ausrotten, abschlachten im Mutterleib, zerstückeln, absaugen oder Gift spritzen bis zum 9. Monat. Ja, und das war eben bei Mose so, dass bis zu 1 oder 2 Jahren, glaube ich, war das, wie in Bethlehem auch, die Jungs getötet worden sind. Und Mose ist dann in dem Fluss ausgesetzt worden, im Körbchen, das ist wie die Arche Noah, ja, sozusagen Bild. Und dann hat ihn ja die Pharaos Tochter rausgeholt aus dem Korb, war ja eingewickelt im Hebräertuch und ist dann im Hofe Pharaos erzogen worden mit dem anderen Bruder, mit Ramses, glaube ich, war das. Und ja, war unsagbar reich und das hat er alles in eine Tonne geklopft. Hat gesagt, nee, ich will nach meinem Volk kicken, ich will lieber das Ungemach des Volkes tragen. Schmach Christi. Die Schmach Christi. Für mehr Reichtum achtete als alle Reichtümer Ägyptens. Genau. So hat das war gesagt. Reichtum. Ja. Das war Reichtum. Also ja. Laut der Welt. Genau. Und das hier in diesen Flyern, in den Verkündigungen, hört man das nicht. Der Bruder hatte das im ersten Teil, glaube ich, gesagt, als er davon gehört hat, durch so einen dicken Bruder, wenn du dafür dich entscheidest und wirklich taufen und alles machen lässt, dann wirst du Staatsfeind Nummer 1 sein. Weil der Fürst dieser Welt, Luzifer, der Teufel, die alte Schlange, der Mörder von Anfang an, der Menschenmörder, Gott dieser Welt wird da genannt in der Bibel, der hat natürlich einen großen Zorn auf Christus und alles, was von Gott kommt und ist. Ja, anders kann er ja nicht. Und so habe ich jetzt den Flyer zerrissen, weil dieser Ruf in die Nachfolge, in die Fußstapfen Jesu, ist ein Weg des Kreuzes, der Verhöhnung, der Verlachung, der Verspottung. Sterbens vor allem. Sterbens. Sterben. Ja, Sterben. Das war ja vorhin. Sterben, genau. Das ist ja die Taufe auch. Gekreuzigt und begraben mit Christus. Durch die Taufe in seinen Tod. Also nicht nur, ach Herr Jesus, ach Herr Jesus, noch, ich liebe das Kreuz, ich liebe das Kreuz. Aber alles, was am Holz hängt, ist verflucht. Oder wie wir es halt auch überall hören. Und auch, mal. Und auch der, danke. Der Flyer ausdrückt, aber auch sämtliche Verkündigung, die man nun auch über YouTube, über das Netz, ja. Aber auch in Gesprächen mit Gläubigen hat, die dann 30 Jahre da verwickelt waren. Es ist ja eine Botschaft, die sie überhaupt nicht mehr hören. Der Absage des Sterbens, der Verleugnung, der Kreuzesaufnahme. Mammon. Sondern, und da ist ja,
Da steht drinne, jetzt frei gesagt, damit wir den Mist nicht vorlesen müssen, ist ja auch Kleine macht gerade vom Bruder, ist ja, da wird ein Gebet gesagt. Und wenn ich jetzt glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, bitte ich dich um Vergebung. Und damit bin ich dann jetzt ein Kind Gottes und Gott ist dann mit mir. Damit war das dann erledigt. Und wie viel hören wir heute? Ich grüße mal den leiblichen Vater, höre ich gerade hier von Sebastian und Benjamin, den Christian, der wird sich das hier sicherlich auch anschauen. Der hat mal gesagt, Taufe ist unser Steckenpferd. Mhm. Wo ich gleich gehört habe, nee. Das ist das Steckenpferd der Bibel. Weil darum dreht sich es im Ratschluss Gottes, ja, wenn man anfängt wirklich zu prüfen, was ist denn die frohmachende Botschaft? Alt, neu. Adam, der alte Adam, Fleisch, irdisch, teuflisch, unter der Herrschaft der Sünde, unter die Sünde verkauft, ein Kind des Teufels, so was hört man noch heute ja nicht mehr. Und dann kommt der Herr und sagt, ich kann mit dir nicht anfangen, du bist tot, du bist verloren, du bist auf dem breiten Weg, du bist schon gerichtet. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist, dass du neu wirst. Das setzt aber voraus, dass du sterben musst und dass du anerkennst, dass du mir nicht bringen kannst außer Schuld und Dreck. Und das vermissen wir, das hören wir nicht mehr. Der Glaube allein reicht. Was haben wir schon nicht gehört, auch von diesem falschen Propheten? Die Buße ist dann die Taufe. Das reicht, dann sterbe ich ja. Genau. Aber dass jetzt zwei völlig verschiedene Arten sind, alle nach seiner Art. Der alte Adam, der neue Adam. Ich hatte das letztens ein Gespräch mit jemandem. Da ging es um einen Austausch, um Wassertiefe, um fließendes Wasser. Wo es um Taufe ging, wo man sagt, dann, wenn ihr an diesem Punkt noch seid, dass ihr euch Gedanken macht, ob es viel Wasser ist, wenig Wasser, fließend Wasser, in der Badewanne, wie tief ist das Wasser, Jordanwasser, dann habt ihr noch nicht verstanden, was den Kämmerer dazu gedrängt hat, zu sagen, halt, hier ist Wasser, was hindert. Der hat verstanden, er muss sterben, er muss der Gerechtigkeit Gottes Genüge tun und sich kreuzigen, das Fleisch ans Holz nageln lassen. Alles, was am Holz hängt, sei verflucht. Das ist das Fleisch, was nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient hat, um dann in einem neuen Leben aufzuerstehen. Und diese Botschaft, dieser neuen Kreatur, dieser lebendigen Hoffnung, dieser neuen Schöpfung, das ist geraubt. Man hört nur noch, Glaube alleine rettet und Taufe ist, ja, ist halt nur noch oberflächlich, symbolisch, ein Bekenntnis. So, ja, zu diesem Verein, ja. Und bei all denen, die jetzt gerade zuhören und das sehen, und dann höre ich auch einen Bruder, ist diese, alle, die sich dort rausreden, das ist Fleisch, was nicht sterben will. Das ist die Antwort. Warum wird dagegen nicht stritten? Warum wird ihm das Wort, wenn der Herr sagt, wer glaubt und die Taufe, der wird gerettet werden, da kommt der Herr aus Wasser und alle sagen, nein, brauchen wir nicht, ist nur symbolisch, ist nicht notwendig. Da merkt man doch, da kämpft etwas, was das nicht will. Und das ist Fleisch. Die Gesinnung, die fleischliche Gesinnung. Das ist der Punkt, Bruder. Genau. Da hast du recht. Ja, mir fällt auch sofort ein, falls das ein Bruder sieht, den ich Bruder nenne, wo unsere Wege sich ein bisschen auseinander getrennt haben, gelebt haben, der hat immer gesagt, mit der Botschaft, die du verkündigst, Digga, ja, wirst du keine Katze hinterm Ofen vorlocken. Nämlich diese Verhöhnepiepelung, dieses ausgestoßen sein, abgesondert werden, Freunde verlieren, die Eltern, das eigene Elternhaus, die süße Verlobte, die man hat über Jahre und schon Hochzeitspläne gemacht hat, sagt auf immer, ja, das müsstest du ja bekennen können, ja, eine Dreierbeziehung mache ich nicht, entweder Jesus oder ich. Ja. Und ich bin dessen Zeuge, dass sie jetzt hier über 20 Jahre sitzt und sie ist ja dann ausgezogen mit Sack und Pack. Ja. Und dass in Christus ja die Perle ist, der Schatz ist, wo ich das heute Morgen auch mit Benjamin, was wir gesprochen haben, hier vorgelesen habe, ganz oder ja nicht, diese, das ist das, was er vom Volk Israel schon wollte. Ja. Diese Liebe, ja, liebt mich doch. Ich bin's, euer Herr, euer Gott, der euch erschaffen hat, der euch aus Ägypten schafft, der aus der Gefangenschaft rausgeführt hat. Und das ist ja für mich auch so, dass vor 40 Jahren, als hört man ja im Teil 1 und Teil 2, glaube ich, wo du ja gefragt hast, wann war denn die Zeitenwende, wann war, ja, das Wort Zeitenwende ist ja von unserem bunten Kanzler Scholz
ja, diese Zeitenwende eingetreten ist. Und der Herr weiß es, ich habe bis zum heutigen Tag lebt in der Gnade, in der Vergebung, im Wasserbad des Wortes und gehe zu unserem Vater und sage, ihm mal, wenn ich falsch gedacht habe, wenn ich was Falsches getan habe. Und das habe ich in den Kinderjahren als Junggläubiger mehr gemacht und musste auch Leute um Vergebung bitten, auch in der Kindererziehung. Ja, ich habe da eine Familie gekannt, auch mit Kindern und alle, da musste ich mich auch tief demütigen und um Vergebung bitten, für wo ich das für richtig erhalten habe. Aber wie der Herr das eben sagt, er führt uns in alle Wahrheit. Du hast es ja gesagt, wenn der Geist Gottes einzieht ins Herz, ja, ich stehe vor der Tür und klopfe an, das ist ein Lieblingswort von mir. Und wenn du das hörst und öffnest dein Herz, dann werde ich kommen und Wohnung bei dir nehmen. Das heißt, ich und der Vater werden bei dir einziehen, Tempel des Heiligen Geistes zu werden. Und dann will er den Raum einnehmen. Wir hatten ja mal so ein Büchlein. Mhm. Mach mal Pause. Mach mal Pause, hieß es, genau, das war schön. Da war auch eine Illustration von einer Wohnung. Mhm, Grundriss. Der Grundriss. Und dann, wenn die dann einziehen und Christus einzieht, dann kann er, okay, die Küche kann er haben, Speisekammer auch noch. Den Flur noch vielleicht. Den Flur, ja, aber dann ist schon auch gut. Aber diese Büchlein hat eben gesagt, alles. Man muss eben alles, die ganzen Schubfächer, die ganzen Ecken, weil er weiß und sieht ja alles. Und sein Anspruch ist eben sehr hoch. Ganz oder ja nicht, ein bisschen schwanger geht nicht. Und dieser Geist drängt eben, und ich merke das, da ja eben schon, wie wir brennen, wenn wir denn hier so eine Lektüre hören, ja, machst du einfach so ein bisschen Kutschi-Kutschi, ja, und schon bist ein Gotteskind, hier wird die Taufe nicht mal erwähnt. Nee. Ja, und die Grundlage, Paulus, du sagst das immer, du kennst diese Bibelstelle besonders gut. Im Hebräerbrief steht das Kapitel 6, Vers 1. Genau, und da steht was? Dass das die Anfänge des Glaubens sind. Die Anfänge des Glaubens. Der Glaube, Ablegen der toten Werke, die Buße, die Taufe, das Gericht, Auferstehung der Toten. Das sagt Bruder Paulus, eigentlich müsste da schon längst Meister der Schrift sein und wir fangen jetzt schon wieder von vorne an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber genau das ist sie raub worden. Genau das hört man nicht mehr. Und dann nützt auch, das haben wir vorhin auch so gehört, dann nützt ja alle Erkenntnisse. Die haben alle Doktortitel, die schreiben Bücher über, ach, weiß ich nicht was, in verschiedenen Sprachen wird jetzt schon gepredigt, habe ich mit denen gesehen, auf Hebräisch wird jetzt schon gepredigt. Alle toll, aber das nützt den Menschen ja überhaupt nichts. Ja, nichts. Das hat ja das, wo der Herr das zu Nikodemus sagt. Das war ja ein Schriftgelehrter, das war ja ein jüdischer Gelehrter, der wusste richtig Bescheid. Und der Herr lässt sich ja nicht ein mit ihm auf eine Diskussion, sondern sagt, pass auf, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, wirst du das Reich Gottes sicher erben. Und da kommen sie dann alle und sagen, naja, geboren aus Wasser und Geist bedeutet nicht Taufe, sondern Wasserbad des Wortes, wo man alles hört. So. Das sind alles Ausreden. Weil in Johannes 3 festhält zusammen, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus Geist geboren ist, ist Geist. Deshalb wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, du musst vom Neuen geboren sein. Und das war auch bei dem Austausch mit der Annette, kannst du ruhig hören, Auferstehungsleben setzt den Tod voraus. Saat und Ernte, das Weizenkorn, was in die Erde fallen muss. Markus. Markus 16, 16. Ja, ja. Es muss sterben. Dann, wenn es nicht stirbt, keimt es nicht. Und wenn es nicht keimt, wächst nichts. Und dann bringt es auch keine Frucht. Der Tod ist die Voraussetzung der Auferstehung und auch seines Auferstehungslebens. Und deswegen ist es so fatal zu sagen, und da hat der Teufel es geschafft, den Fuß in die Tür zu bekommen, in der heutigen sogenannten Christenheit, dass Taufe nicht mehr wichtig ist, dass es keine Rolle mehr spielt. Abstand. Und deswegen ist das, was man alles hört, Abfall, weil es nur noch fleischlich ist, weil die Menschen immer noch in der Sünde verharren, weil für sie die Taufe ja nicht mehr Not, nicht mehr wichtig ist. Deswegen sind sie alle noch fleischlich unter die Sünde verkauft. Römerbrief sagt, dann bin ich der Sünde abgestorben, dann bin ich der Sünde gerechtfertigt, aber doch nur, wenn ich mit ihm gekreuzigt und begraben bin, in der Taufe. Bin ich es nicht? Bin ich nicht gerechtfertigt? Bin ich noch in der Sünde? Wandle ich noch in der Sünde und bin unter dem Fleisch? Das heißt jetzt alles Fleisch, nur religiös getan. Dürdig. Menschlich. Teuflisch. Das sagt die Schrift. Von dieser Welt. Von dieser Welt. Religion halt. Ja. Ja, und mir natürlich hier, das ist ja das Schöne, das ist ja das, wo wir uns dem Gebet vorher den Herrn auch übergeben haben, unser Herz, unser Mund, unser Verstand und, dass wenn wir hier zusammenkommen und sprechen, also entstehen mir in mir so viele Gedanken, höre ich,
Halleluja. Die alle von der Bibel her stammen und zur Bibel hinführen. Die Arche Noah, ja, dass auch die Herde in der Schrift hat verzeichnen lassen, dass die Taufe ein Bild ist, ja, wie die Arche hindurch gerettet, durchs Wasser hindurch. Durchs Wasser, ja. Weil ja auch dann immer unterschieden wird, Wassertaufe. Genau. Ja, aber da ja. Sagt er das. Genau. Und die Charismatiker Pfingstler hauen ja noch raus, dass du eine Geistestaufe brauchst. Nochmal und so. Extra. Ja, aber wie gesagt, nur die Absage nicht. Genau. Die Absage an die Welt, ja, ist mir die Welt gekreuzigt und nicht der Welt. Und offenbar ist, ich bin nackt gekommen, also ja. Ich werde auch nackt wieder gehen. Ja, ist alles Haschen nach Wind, sagt der, ja. Der Salomo, der reiche König, ja, König Salomo nach David, Davids Sohn. Und der hatte ja alles und hat gesagt, alles eitel, alles Schaden und so weiter. Und diese Gesinnung, die der Heilige Geist schenkt, Christi-Gesinnung, der Tröster, der Beistand, der sagt, es ist gut, dass ich hier in den Himmel aufsteige, weil sonst kann ich euch den Tröster ja nicht senden, wie das eine Kind mal gesagt hat, das verstehe ich nicht. In Christian ist Jesus, in dem dicken Schaf ist Jesus, da, ihr alle am Tisch, überall ist, wie viel Jesus lebt das denn? Ja, Kindermund. Und diese Gegenwärtigkeit, das Geheimnis, was die Bibel sagt, die lebendige Hoffnung, Christus in euch, unter euch, inwendig in euch, das ist genau der Punkt. Und als ich hierher gekommen bin heute, ja, habe ich das gehört, ich spreche trotzdem an, ich durfte ja einen Brief schreiben im Gefängnis. Diese Segensgruß vom Kirchenstörer, dieses Buch, ja. Dieses Heftchen, 88 Seiten, für 8,88 Euro, habe ich gehört, auf dem Weg hierher. Da wird das beschrieben, ja, was wir im ersten, zweiten Teil hatten, dass sie diese ganzen Jahre, diese Trainien in die Gemeinde sprechen, ansprechen, Bibelstunden, Hauskreise, mitgearbeitet und, aber immer in dem Wissen, die Bibel sagt doch so und nicht so. Mhm. Der breite Weg, der zur Verdammnis führt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was für ein Anspruch. Ja. Ja, entweder wirst du den einen lieben und den anderen hassen, du wirst den einen anhangen und den anderen verachten. Es geht nicht. Es ist ausgeschlossen, sagt Gott, der Herr. Und wenn ich das sehe, nur diesen Maßstab, wenn ich das anspreche, und das habe ich getan, dem Herrn sei Dank, und nicht nur ich, ja, unsere Brüder, dadurch sind ja die Briefe entstanden, die ganze Heilige Schrift besteht aus dem Wort Gottes, er ist ja das Wort, ja, der dann sagt, es geht nicht anders. Und nicht, dass ich es schon erreicht hätte, aber das Ziel steht auch fest. Überwinder zu sein. Wer ist nicht, der die Welt überwindet? Der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und ich bin jetzt 64, wir reden oft darüber, Bruder, wie oft ich denke jeden Tag ans Sterben. Ja. Jeden Tag zeigt der Herr mir das. Ich bin noch nicht ganz auf dem Posten, aber trotzdem ein Gotteskind. Ja, vom Fleisch her, geistig gesehen, hoffe ich, dass ich auf dem Posten bin und wache. Ja. Dass eben diese Loslassen. Gestern hat mich einer gefragt, na, Andi, wie geht's dir? Ja, sag ich, sterben sich an Jesus halten. Mhm. Er sagt, was hast du gesagt? Ich sag, sterben sich an Jesus halten. Ich sterbe, der äußere Mensch verfällt täglich und der Innenwende wird täglich erneuert. Christus in uns kann ja nicht sterben. Und wir sind verborgen, jetzt schlage ich die Brücke wieder zur Arche, wir sind verborgen in Christus. Ja, Christian, sag mal deine Meinung, Herr Arnold. Sagen Sie mal jetzt Ihre Meinung. Ja, es steht geschrieben, nein, Sie persönlich. Ja, aber ich sage immer deckungsgleich, ja, diese deckungsgleich. Ja, ich kann jetzt natürlich so die Hände haben, ist nicht deckungsgleich. Aber wenn ich die Finger übereinander lege, da sieht man ja nur eine Hand. Und diese deckungsgleich bewirkt eben der Heilige Geist in uns. Was sagst du zur Politik? Was sagst du zur Abtreibung? Was sagst du zur Homosexualität? Was sagst du Nachfolge Jesu? Was sagst du zur Taufe? Was sagst du zur Gnade? Was sagst du? Ja? Was sagst du? Ich sage ja nicht, es steht geschrieben. Und das ist das, was wir erleben wollen. Und ihr kriegt es ja mit. Ich muss ja jetzt nicht hier die Bibel aufschlagen, sondern wie Jesus das sagt, er hat uns das ins Herz geschrieben. Halleluja. Hat die steinernen Tafel rausgerissen, ja? Die Texttafeln, da die Gesetzestafeln, die Mose da auf dem Arm hat, beim Bruder auf dem Computer, und hat uns ein Fleisch an das Herz gegeben. Wir sind eine neue Kreatur, sagt Gott. Jetzt schon. Am inwendigen Menschen. Und das Fleisch wird anziehen die Unverweslichkeit. Und das Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit. Überkleidet werden. En atomo. In einem Augenblick, wenn der Herr kommt in Macht und Herrlichkeit. Ja, da warten wir schon drauf. Und wir sind die letzte Generation. Könnt ihr mal sehen in Jesua 8. Ja, das ist ein Video. Die letzte Generation ist sehr zu empfehlen. 37 Minuten lang. Wie gesagt, ich bin schon ein paar Tage unterwegs.
die Zeichen der Zeit, vor 100 Jahren, Leute, da gab es das alles nicht, was ich hier gerade mache mit Kamera und Mikrofon am Hemd. Ja, da gab es nicht mal ein Telefon, dann musstest du laufen, raus, auf die Straße gehen, telefonieren. Diese galoppierende, rasende Fortschritt, ja, von Gott wegschreiten, dahin gehen, Schwule, Lesben, Transgender in den im Bundestag wird gesprochen von Frauen, wenn sie schwanger sind, gebärende, was? Gebärfähige Körper. Ich krieg das nicht mal ausgesprochen. Gebärfähige Körper. Gebärfähige Körper, ja, und so weiter und so fort, dieser Wahnsinn. Und da möchte ich das auch bekennen, lieber Vater im Himmel. Du hast gesagt im Römerbrief, ich wüsste, dass es da steht im Römerbrief, danke, dahin ihm zu tun, was nicht taugt. Mann mit Mann, Schande, Frau und Mann, den natürlichen Verkehr verlassen, sind aneinander entbrannt und tun, was nicht taugt. Ja? Das ist Homosexualität, das ist lesbisch sein in der Heiligen Schrift, ja, wo das christliche Abendland eigentlich aufgebaut ist als Fundament. Ja? Und Gott wird ausgeschafft, Europa ist ein gottloser Haufen geworden, er hat sie dahin gegeben. Und das wird noch schlimmer werden, noch schlimmer, wie wir es jetzt schon haben. Und sie sagen, das ist Freiheit. Und das, was ich hier mache, dafür haben sie uns schon in den Knast gesteckt. Ja? Und da habe ich gesagt, da müsst ihr die Bibel verbieten. Ja. Da müsst ihr die Bibelseite rausreißen, wo der Herr, unser Gott, sagt, es steht geschrieben und mein Wort. Und alles wird verjähen, aber meine Worte bleiben bestehen. Und wenn Gott sagt, dass ich wollte gerade was anderes sagen, danke, dass ich es nicht gesagt habe, Homosexualität, ja, Gott ein Gräuel ist, dann ist das so. Dann könnt ihr diskutieren, wie ihr wollt. 8 Milliarden Menschen. Gott gefällt es nicht. Und er hat sie dahin hingegeben, weil sie nicht auf ihn hören, weil sie Götzen anbieten, Steine, Holz, Menschen, Kulturen, ihre Gesetze, die sie aufrichten und sagen, das ist jetzt gültig, das andere gilt nicht mehr. Gottes Gebote interessiert uns nicht. Und ich muss jetzt meinem Bruder abgeben, weil sonst, ich merke schon, wie es in mir hochgeht. Das ist ja das, was wir gesagt haben. Willst du aufs Fenster fallen? Ja. Ich habe gerade gehört, Bruder. Ja, mach um. Weil du meintest, Römerbrief, da steht es nämlich, dass sie Gott ja dahin gegeben hat. Und dann die Zeichen der Endzeit sind ja auch, das ist die erste Antwort des Herrn und was damit auch zusammenhängt, ist die fromme Verführung. Ja. Und bei Beden, sagt der Herr, hat es einen Grund, dass es so ist. Nämlich, obwohl sie Gott erkannten, ja, haben sie ihm nicht die Ehre als demselben gegeben, ja, sondern haben sich den kriechenden Tieren zugewandt, den Menschen. Also sie haben sich ihr eigenes Gottesbild, sich selbst, ja, zu Gott gemacht, ja, oder sich ihr eigenes Gottesbild dann, ja, im Religiösen, ja, zurechtgebastelt. Du, ja, sollst dir kein Bildnis machen. Und das ist auch das, wovor wir ja warnen, nämlich, das sagt der Herr in der Endzeitrede, er wird ja kommen in meinem Namen. Ich meine CDU, CSU, christlich-demokratisch, christlich-sozial, sie nennen sich ja christlich, aber genauso diese ganzen vermeintlichen Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, das sind ja alle Christusse, die dort verkündigt werden, die aber ja mit der biblischen, mit dem biblischen Christus ja überhaupt nicht mehr zu tun haben. Und das hat damit zu tun, dass er ihnen einfach nicht in den Kragen passt, dass sie sich selber ein Bild gemacht haben, was ihnen gefällt, wo sie so leben können, wie sie es wollen. Und wenn man dann mit solchen Menschen spricht, ist es auch einfach herauszuhören. Bruder hat selber schon gesagt, nicht das, was schon erreicht hatten oder vollkommen sein, aber wir strecken uns ja aus nach dem feuchtigen Ziel. Der Weg und der Ziel stehen fest. Und wenn man jetzt mit religiösen Menschen zusammenkommt, was hört man dann? Da geht es doch ja nicht um den Willen Gottes. Da geht es um ihren eigenen Willen, um ihre eigene Arbeit, um ihr eigenes Geld, um ihr eigenes Haus, um ihr eigenes Werk, um ihre eigene Stellung, um ihr eigenes Ansehen. Es geht immer nur um sie selbst und Christus hat das gefälligst zu segnen. Genau. Das ist dann das Werk Christi. Und dann ist es auch Segen. Aber das ist ja nicht, was wir glauben, was in der Schrift steht, was uns ergriffen hat, wo er sagt, was habt ihr denn, was ihr nicht empfangen hat? Es geht um Christus allein. Ich lebe, das lieben wir, diesen Vers, Galater 2,20, ja, doch nun nicht mehr ich. Ich bin raus aus der Rechnung, sondern Christus in mir und er dann in und durch mich und um nicht hier sich einzurichten, das lieben wir auch, dieses Wort, er war auf der Durchreise, ist vom Vater gekommen, hat den Vater verherrlicht und ist dann wieder zum Vater Jan, wie er gesagt hat. Also ziemlich kurz Trip, um uns einzuladen. Ja. Sein Reich ist ja nicht von hier. Nee. Und wenn wir dann aus ihm geboren sind, Glaube, Taufe,
sind wir auch nicht mehr, sind wir in dieser Welt, die kreuzigt und begraben. Leidenschaften, Begierden dieser Welt, die kreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Und dann sind wir nur noch Zeugen der Wahrheit, Licht und Salz der Erde zu bekennen. Mein Reich ist ja nicht von dieser Welt. Ich bin nicht hier, um Vermögen zu machen, Häuser zu machen, schönes Leben zu haben, um hier ein langes Leben zu haben. Letztendlich geht es darum, den Menschen zu warnen, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, dass sie Buße tun müssen, sich versöhnen lassen müssen, Gott die Ehre zu geben, weil es sonst schrecklich sein wird, Gott unversöhnt zu treffen. Also es ist ein Zeugendienst. Das ist die Berufung der Kinder Gottes in dieser Welt. Als auf der Durchreise, wie der Herr auch. Ja, Halleluja. Amen. Naja, wie du gerade gesagt hast, da ist mir viel gekommen, was ich auch die letzten Tage so gehört habe, wo ich mich gefreut habe. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier durch unsere Straßen hier, ich bin kein Ausländerfeind, weil meine Frau ist Afrikanerin, also die kommt auch nicht, die ist auch erkennbar aus einem anderen Land. Ja, und wie Mose, hat ja auch eine farbige Frau. Aber ich habe so für mich gehört, in der U-Bahn war das gestern, glaube ich, ich bin Ausländer. Die anderen sind alle Weltmenschen. Ich bin aus Gott geboren, wie bei Nikodemus. Nicht mal von dieser Welt. Ja. Also nicht mal irdisch. Ausländer für mich, ja. als Wortspiel. Genau. Ja, Weltfremder. Egal, wo du bist. Ja, egal, wo ich bin. Egal, wo ich hinreise. Ja. Ja, bin ich nicht von dieser Welt. Das steht im Johannes-Evangelium 17, was ich sehr liebe, das hohepriesterliche Gebet. Das hatte ich heute schon mit einem Schwesterchen und alle mehrere das geschickt, auch nach Hamburg. Halleluja. Und da steht das ja drin, dieses Einssein mit Gott, ja, mit dem Gesetz, was wir gehört haben, ja, dass wir eins gemacht sind, in ihm, mit ihm, wie die Glieder am Leib und der Weinstock und die Reben. Da machst du doch immer Ditte hier. Habe ich schon mal gemacht hier, ja. Kann ich gerne mal machen, diese. Ich liebe das. Ob so kindlich, kann, so einfach. Nicht, ja? Ja, sieht man. Man sieht das so. Ja. Ja, das ist so ein Glied am Leib, was wer dazukommt, der wird dann zack, kommt hier ran. Und dann, kick mal. Eins geworden. Funktioniert das. Vom Kopf aus gelenkt. Halleluja. Vom Haupt. Und dann ist man Glied, Mitglied am Leib Christi. Und das einen anderen Weg gibt es eben nicht. Willst du leben, musst du sterben. Und Bruder hat eben gesagt, CDU, CSU, christlich-demokratisch, christlich-soziale Union, ist ein Widerspruch in sich. Weil Christus und demokratisch, also Volksherrschaft, geht nicht. Nee. Das eine schließt das andere aus. Entweder ist Christus der Herr und sagt, wo es lang geht, ich brauche doch keine Volksabstimmung. Ja, bist du jetzt dafür, Homosexualität ist in Ordnung oder nicht? Nö, dann kriege ich in der Bibel, ja, dann lass mir das vom Herrn aufzeigen. Und ich kann auch ganz normal denken. Ich meine, ich habe das mal in Nachricht gesagt, wenn ich beim Psychiater bin und stecke Stecker auf Stecker, dann sagt der Herr Reul, das geht nicht, das ist unsinnig. Sie müssen das Ding in die Steckdose stecken. Dafür ist das System da. Das geht nicht, Stecker auf Stecker. Können Sie vergessen, da sagt der Psychiater, du bist nicht ans Dicht, auch Dose auf Dose geht nicht. Bienchen und Blümchen, nicht Bienchen, Bienchen, Blümchen, Blümchen. Mhm. Da wären wir schon ausgestorben. Ja, aber jetzt haben sie ja alles eingefroren. Jetzt können sie ja durch Leihmütter, können sie ja jetzt eigene Kinder mit den Frauen, was das alles gibt. In Amerika gibt es ja sowas schon, wo die Familien kreuzt, die quer Männer heiraten und dann sich Kinder durch Leihmütter und ach, Sodom und Gomorra, glaube ich, gab es in Sodom und Gomorra nicht, glaube ich, in der Form. Ja, und das sind eben die Zeichen der Zeit. Aber was ich noch mitteilen wollte, ist für mich auch wichtig gewesen, was du gesagt hast, Bruder, und war ein Impuls in mir. Es ist ja nicht nur, dass er in seinen eigenen Namen, dass sie kommen im Namen Jesu, sondern es gibt ja auch noch andere. Ich kenne Leute, die sagen zu mir, Allah ist der größte Gott, ja. Der Koran oder Buddha, die acht Wege, ja. Oder Hindu, der Affengott, was weiß ich, aus Porzellan und bunt angemalt. Da liegen Kühe auf der Straße rum, weil sie heilig sind, haben nichts zu fressen. Und die Kühe liegen auf der Straße und die saufen die Pisse, weil es heilig ist und im Gang ist. So könnte ich jetzt fortfahren. Kapitalismus ist eine Religion. Sozialismus ist eine Religion. Ist wirklich so, Bruder. Demokratie ist eine Religion. Ja, immer die ganzen Muss. Islamismus, Kommunismus, Sozialismus, Katholizismus, Protestantismus. Hinduismus, Buddhismus, muss. Und da sage ich immer, ich muss ja nicht, außer eins, ich muss an Jesus glauben. Weil alle Religionen, ihr Lieben, das ist eine wunderbare Formel, wollen zu Gott hin. Bruder hat es schon gezeigt, er ist von dir, kommt von oben und ist wieder gegangen nach Hause. Alle wollen zu Gott. Und bei uns ist es anders. Jesus ist gekommen. Halleluja. Ja, in Erniedrigung, im Stall hat er sich
Ja, 800 Jahre. Übrigens ist die Bibel das einzige Buch mit Prophezeiung. Alle anderen Religionen haben sowas nicht. Die Bibel hat, weiß ich nicht, 3800 Prophezeiungen. Davon sind die meisten schon erfüllt. Und da steht zum Beispiel im Propheten Micha 800 Jahre vor Christus, er wird geboren in Bethlehem. Und die Bibel ist voll mit prophetischen Worten. Und darum freuen wir uns auch und dürfen das so erzählen. Und auch wenn sie uns dafür erschlagen, erschießen, erstechen oder was auch immer, ja, ist es die Wahrheit und wird die Wahrheit bleiben. Dass diese ganzen Muss offen falschen Weg sind und dass das Lüge ist. Weil Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Ich bin hier reingekommen beim Bruder, der hat eine Balkontür, der hat lauter Fenster ringsherum. Ich bin aber durch die Eingangstür gekommen. Und Jesus ist diese Tür. Und es geht nicht anders. Willst du leben, musst du sterben. Und da sind wir wieder bei diesem hier Flugblatt, nenne ich das mal, ja. Diesen Flugblatt hier, was sie verschenken, was sie weiterreichen. Da ist die Tür weggeräumt. Die Tür brauchen sie nicht mehr. Sie haben eine eigene Lehre, sie haben eine eigene Theologie. Ja, sie lügen. Theologen als Theologen, ja, die Theologen. Und davon kennen wir jede Menge und das Internet ist voll davon. Und wir haben ja viele, viele angeschrieben. Bruder ist ja da fleißig, der Herr schenkt ihm das. Angemahnt, auch öffentlich, ja, nicht nur hier Kutschi-Kutschi, damit wir hier nicht, nee, öffentlich, ne, nachdem wir auch mit ihnen gesprochen haben und. Die ganzen Jahrzehnte machen wir das schon und jetzt eben über diesen Weg. Was übrigens auch der Herr gemacht hat. Ja. Öffentlich. Tatsächlich war ja wohl. Ach so. Der hat es ja öffentlich gemacht. Ja, mach du doch bitte mal. Das wird uns ja auch immer vorgeworfen, man kann doch nicht öffentlich machen. Man kann auch Brüder, alleine da wird es mir dann schon schwierig, man kann doch nicht Brüder und Gläubige öffentlich jetzt an den Pranger stellen. Ja, was hat denn der Herr gemacht? Das hat er öffentlich vor dem ganzen Volk gemacht. Das hat Paulus vor dem ganzen Volk gemacht. Petrus, Johann, die haben das alle öffentlich gemacht, damit es ans Licht kommt. Und immer in der Hoffnung, wie Johannes es ausgerufen hat, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Immer dahin, dass es ihm zum Segen dient, zur Erkenntnis, zum Heil. Wir haben ja nicht gegen sie, sagst du immer. Wir haben ja was für sie. Und das sagt die Bibel ja auch. Ihr rettet sein, gibt Retter Sinn. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dieser ganze Verfall hat ja einen Grund. Dass es diese ganze, du kannst dir dein schlecht aussuchen. So was. Jetzt bald, jedes Jahr. Kindergarten, wo dann Kuschelecken gibt. Da wird mir schlecht, wenn ich darüber nur nachdenke. Abtreibung, Krieg, Mord, Totschlag, alles, was dazu geht. Und das hat einen Grund. Ja. Weil die Christenheit abgefallen ist. Weil sie nicht mehr Salz und nicht der Erde sind. Weil sie die heilsame Lehre verlassen haben. Weil sie ihre Vereine gegründet haben. Weil sie eine Jochgemeinschaft mit dem Fürsten dieser Welt eingegangen sind. Sie wollten diese Verfolgung nicht mehr verachtet, verhöhnt, verspottet um Christi willen. Wer leben will, muss sterben. Nee, sie dachten jetzt, sie sind besonders weise. Aus eurer eigenen Männer werden Leute aufstehen, reißende Wölfe, die die heilsame Lehre nicht mehr ertragen, die nicht mehr davon reden, das Fleisch muss sterben, damit wir im Geist wandeln. Nee, sondern sie haben sich da ein Bild gemacht, was ein Christus, der jetzt konform Hand in Hand geht mit den Fürsten dieser Welt, der sie nicht mehr verfolgt, sie schützt, subventioniert, sie ihnen Immobilien schenkt, Steuer, Körperschaften, Kirchenverträge, Staatsverträge. Und dit, wenn dieses Salz also nicht mehr salzt, steht geschrieben, dann wird es von den Heiden zerlatscht. Wenn das Licht nicht mehr Licht ist, wenn ich Licht ausmache, jetzt hier in diesem Raum, wird es auf einem Schlag stockdunkel. Und wenn ich das Licht runterdimme, damit ich da nicht mehr Verfolgung erleide, Verhöhnung, Verspottung, was übrigens eine Berufung ist des Leibes Christi, der Gemeinde Jesu, weil wir ja Glieder, wie der Bruder das gerade gemacht hat, an seinem Leib sind, angeschlossen, was hat uns andere zu erwarten als das Haupt. Aber das wollte das Glied nicht mehr, also hat sich wieder entfernt vom Leib Christi, um bestehen zu können. Und deshalb der Verfall. Genau, Ohrenjucker haben sich Lehrer gesucht, nachdem ihnen die Ohren jucken. Weil dann kann ich so leben, wie ich will und suche mir da eine Gemeinschaft aus, die mir ganz gut passt und zahle mir einen Zehnten und all diese Dinge. Aber deswegen ist der Verfall sofort geschritten, weil das Salz nicht mehr Salz, das Licht nicht mehr Licht ist, sondern weil sie abgefallen ist. Die warten alle, das reden wir auch immer, Bruder, nehme ich wieder weiter. Die warten alle auf die Endzeit, auf den großen Abfall. Das ist mir letztens so laut geworden.
auf die Verführung, die über den ganzen Erdkreis kommen soll. Und dann habe ich so gehört, ey Leute, ich brauche hier bloß einnehmen, WWW. Das heißt World Wide Web. Das heißt weltweit, weltumfassend. Und da kicke ich an, in jeder Sprache, in jedem, höre ich irgendeinen geistlichen Mist über irgendeinen Christus, der mit dieser Welt konform geht. Es ist schon längst passiert und die warten alle noch darauf. Das ist so, wo du sagst, dann komme ich weiter, dann nehme ich weiter, Bruder, diese Römer 3, obwohl sie Gott erkannten, gaben sie ihm nicht die Ehre. Und im gläubigen Kreisen ist es halt so, wo der Herr sagt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ihr habt nicht gehört auf meinen Ruf, ihr habt mir eine Strafe nicht gewollt, ihr habt mir eine Lehre gehasst, Weisheiten. Und dann wird das über euch kommen, was ihr fürchtet. Und ich werde euch dahin geben und werde lachen in eurem Unglück. Wenn ihr schreit. Und dann ist zu spät. Und dann sagt er ja so, ja, irgendwann ist die Konsequenz so weit, dass sie der Lüge mehr glauben wie der Wahrheit, dass er ihnen den Geist des Irrtums sendet, weil sie diesem Ruf der Wahrheit, den Ruf der Buße, der Umkehr, der Gottesfurcht nicht gehorcht haben. Dann sagt der Herr, wie im Römerbrief, dann hebe ich euch dahin. Und da kannst du ihnen sonst was sagen. Wenn Gott dir den Geist des Irrtums sendet, der Einzige, der dich überführen kann, dahin gibt, schlimmer geht's ja nicht. Ja. Oder? Das ist ja, das ist wie mit der Arche, was wir schon betrachtet haben. Die Arche hatte auch eine Bauzeit, ich glaube 100 Jahre. Mhm. Ja, und dann kamen die Tiere alle und Noah ist dann Sem, Ham und Japhet, die Söhne und die Frauen, in die Arche gegangen und Gott schloss hinter ihm zu. Und dann ist die Erweckung ausgebrochen. Dann waren sie auf einmal alle wach. Dann ist die Erweckung gekommen, weil auf einmal von überall Wasser kam, von oben, von unten, von allen Seiten her. Da haben sie auf einmal gesehen, dass der Prediger der Gerechtigkeit Noah wirklich Gott gehört hat, der ihm den Auftrag gegeben hat, diesen Kasten zu bauen. Völlig plamplam, ja. Wie kann man ein Boot bauen in so einem Wüstengebiet, ja, wo es immer trocken ist und nicht regnet? Der hat sie doch nicht alle. über Jahrzehnte mit seinen Söhnen hat er da geackert. Und was, ja, für ein Teil? Ja, ein richtiger Kasten, also. Ja. Stehen denn die Maße, wer will, kann ja, den dann nachlesen. Monster. Die Bauart, die Kammern, alles, ja, kann man ja nachlesen. Haben sie ja jetzt nachgebaut irgendwo in der Wüste, kann man ja hinfahren. Ja. Für ein paar Millionen US-Dollar und kann man sich das ansehen. Betreten genauso wie sie bauplanmäßig in der Heiligen Schrift. Ja. Die Heilige Schrift ist übrigens die Bibel. Ja. Halleluja. Keine andere. Nee, keine andere Schrift. Nur die Bibel ist von Gott einnehmen und nützlich zur Lehre, zur Erbauung, zur Rechtweisung. Das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Wege. Ne? Und die Sache, die du eben gesagt hast, fiel mir noch auf. Ah. Mit dem Dahingeben, mit dem Hören. Ja, davor war das noch. Dass der Verfall deswegen ist, weil sie nicht mehr Licht und Salz der Erde sind. Ja, der Verfall der Frömmigkeit. Genau, dass eben dieser Verfall der Frömmigkeit, wie wir immer lachen, wenn wir sagen, ja, der Abfall, der kommt bald. Ja, da lachen wir ja immer. Aber wenn wir sehen, wie weit wir schon fortgeschritten sind, dass das christliche Abendland, ja, die Bibel, die Schrift, die Propheten, wie lange das schon läuft, ja, 6000 Jahre, ja, läuft das schon mit Mose und den Propheten und die Gesetzbücher, die fünf Bücher Mose, die Kleinpropheten, dann Johannes, der Täufer, der letzte Prophet sozusagen aus dem Alten Testament. Mhm. Und dann sagt er, siehe, das Lamm Gottes, was hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also nicht die Eucharistie in der katholischen Kirche, die da am Altar Opfer darbringen, Hokus Pokus, zaubern, das ist damit nicht gemeint, ja, sondern wirklich sein Kommen und sein Sterben. Jetzt habe ich es wieder, Halleluja, Herr, danke. Was ja auch der Knaller ist, du hast eben was erklärt, was richtig ist, ich möchte es nur ergänzen, nämlich, dass in der Bibel steht, wenn du was hast, dann geh zu dem Bruder, rede mit ihm und wenn er dann nicht hört, nimm noch einen zweiten dazu und wenn er dann immer nicht hört, dann mach es offenbar in der Gemeinde. Und wenn er dann nicht hört, rausstoßen. Dann halten für einen Heiden, steht ja, so ja drin. Rausstoßen, genau. In der Gemeinschaft mit ihm. Ja. Und da habe ich so gehört, als du gesagt hast, es ist Wahrheit, dass die Sendung, die wir haben, wie die Zeitung, Radio, Funk, Fernsehen, RBB, ARD, Euronews, NTV, alles, Bild-Zeitung, der Spiegel und berichtet haben, kurz gefasst immer und dann sind sie auf dieses Pöbeln gekommen, auf diesen Störfaktor, ja? Störenfriede, Kirchenstörer haben sie uns erinnert, ja, nicht genau, wir uns selbst, genau. Haben wir gerade schon festgehalten. Und jetzt kommt das, ich will nicht schon wieder davon sprechen, aber das gehört eben dazu,
Und im Gefängnis ist mir das ja gekommen, da haben sie mir das ja auch erzählt und ist mir aufgefallen, diese ganzen Jahre des Einbringens, des Dienens, des Fragen, der Bibelstunden, der Foren, der Diskussion in Urania, Hinien, Sprechen, Kardinal Lehmann, wo wir waren in der Humboldt-Universität, wo er aus den Ikonen, wo Gott sagt, betet sie nicht an, die Bilderverehrung umgedreht hat in seinem, und der Saal war voll. Na gut, da waren wir auch nicht lange da, haben sie uns auch rausgeschmissen. Halleluja, danke Herr. Was ich sagen will ist, diese Entwicklung, diese Sendung, ja, ist genau wie mit Ägypten. Geh raus aus Ägypten, ja, lass mein Volk ziehen. Wie ich zu Schwester Sandra immer sage, das hat ja nicht geknallt. Und dann waren sie in der Wüste, sondern die mussten ja loslaufen. Und ehe du aus Berlin raus bist, ehe du auf der Autobahn bist, beim Funkturm, dauert schon 2 Stunden, 3 Stunden. Und dann geht es los in Richtung Hamburg, bis du dann den Berliner Funkturm nicht mehr siehst. Wirst du dieses Hinausführen? Und das haben wir auch immer festgestellt, der Herr sondert immer ab. Und warum macht er das? Damit er gesendet werden kann. Und zwar vor, so unser Heiland, gelobt sei sein Name, Jesus, ja, der ist getauft. Und was ist das erste, was war der erste Auftrag? Wo hat der Heilige Geist ihn hingeführt? In eine Wüste. Mhm. 40 Tage ohne Fressen und Saufen in eine Wüste, in Hitze und Kälte, nachts Minusgrade, tagsüber 50 Grad oder noch mehr. Und erst am Ende kommt er, der Lügner, der Herr strafe ihn, ja. Das ist 40, ja. Aber diese 40 fällt ja auch immer wieder auf. Aber was ich sagen will, erzählen wollte, ist, dass diese Büchlein, Segensgruß vom Kirchenstörer, diese 88 Seiten, die erklären nicht nur, was macht ihr hier, hört auf hier, lasst das alles sein, das gefällt mir nicht. So war es ja nicht. Sondern es ist ja diese Einzelgespräche, wo ich eben gesagt habe, jetzt schließe ich den Bogen wieder, die haben wir geführt. Wir waren bei der evangelischen Kirche, das ein Körper ist. Ja. Das ist eh eine Körperschaft. Und da ihr hört Olaf Latzerin, da ihr hört hier der, von denen haben wir auch eine Predigt, können wir übrigens auch mal löschen, habe ich so gedacht, der Schanke, ja, auch evangelisch, wenn sie in ihren schwarzen Talan mit ihren Böfchen dann auftreten, mit so einer Krang, die Frau, die schweigen soll in der Gemeinde, die Bischöfin mit diesen weißen Fächer in langen Kleidern, laufen sie über den Marschplatz, verrichten lange Gebete zum Schein vor den Menschen und fressen der Witwen Häuser, sagt Jesus zu diesen Schriftgelehrten. Und die sind in dieser Organisation, die sind in dieser Körperschaft. Und die haben wir über 10 Jahre, 15 Jahre lang hingegangen, gesprochen, gemacht, getan. Und sie wollten uns weghaben. Sie haben uns verfolgt. Sie haben uns rausgeschmissen. Sie haben Rufmord begangen in Zeitungen. Übrigens, die Bild-Zeitung ist katholisch. Mhm, ja? Katholisch geführt. Haben wir sogar eine eigene Bild-Bibel rausgebracht. Haben sie rausgebracht. Ja. Bild-Bibel, genau. Ja, vom Papst haben absegnen lassen. Genau. Und diese Katholiken, die dahinter stecken, im Bundestag, ja, Kirche und Staat ist getrennt. Gerhard Schröder, dem wir aufgerufen haben, Buße zu tun. Die kleinste Ökumene hat er gesagt, ich und meine Frau Köpp hieß sie noch früher, ne? Die war katholisch, er evangelisch, hat gesagt, wir sind die kleinste Ökumene. Meine Kinder werden katholisch erzogen, hat der damalige Bundeskanzler gesagt. Hm. Und so durchtränkt, durchmischt. Also man kann nicht sagen, ihr diskriminiert die da öffentlich. Aber die Vorgeschichte, ihr Lieben, dass Gott uns geschliffen hat, dass er gesagt hat, du wirst erstmal Scheißhäuser putzen, du wirst da Hilfsarbeiten machen, du wirst dich dreckig machen, du wirst Staub, du wirst das tun, was andere nicht machen, du wirst immer hingehen und abwaschen in der Küche, wo andere draußen stehen und quatschen, ja, hat der Herr das geschenkt, dass man abwaschen durfte, für ihn, vor ihm, zu seiner Ehre. Man hat aber auch gesagt, warum steht ihr ein Weihnachtsbaum auf? Wo kommt der Scheiß her, diese Okkulte, ja, und. Aber das wird nicht erzählt. Und darum nochmal zurück zu dem Büchlein. Da steht das mal drin, wo ich herkomme, dass ich in einer christlichen Familie und. Da kann man das mal nachlesen. Nennt man, glaube ich, Biografie. Mhm. Ja, bin zwar noch nicht tot, obwohl ich ja schon tot bin. Andreas Rohr ist ja gekreuzigt, begraben. Da kann man das mal nachlesen, was das für eine Geschichte ist. Wir werden ja öfters, denke ich mal, auch noch im Podcast darauf kommen. Ja, dass sie haben uns beschimpft. Sie haben uns rausgestoßen. Sie haben uns angefallen. Übrigens fällt mir das gerade ein, die Jesus-Freaks. Ja, Jesus-Freaks in Berlin und deutschlandweit. Eine freie jugendliche Gemeinde, oder wir hören jetzt auf, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Noch ein bisschen, aber auch nicht mehr viel. Ja, dann können wir das ja aufheben. Jesus fließt, ist ein schönes Stichwort. Können wir ja dann beim nächsten Podcast nochmal anfangen, ja, weil können wir nicht vergessen. Jesus Freaks, ja, der Name schon alleine, ja, was der verspricht. Und wir waren da. Wir haben uns das angekickt, was da los ist. Und ich verrate das jetzt nicht. Das ist wirklich auch eine heiße, spannende Geschichte,
was uns mit diesen freigläubigen christlichen Menschen, Jugendliche meist geschehen ist. Drei erwachsene Männer, ungefähr 400 Kilo Lebensfleisch. Ja, war der lange noch. Der eine 2 Meter groß, ja, der andere 1,97 und der andere war nicht so groß, aber dafür so breit. Ja. Das war meine Wenigkeit. Und dann fangen wir nächstes Mal vielleicht an dem Punkt an, euch mal zu erzählen, unsere sogenannten Glaubensbrüder, was wir da für eine Einladung erlebt haben, wie schön es war bei denen. Eins will ich noch sagen als Abschluss, um dann zur nächsten Aufnahme zu kommen, die werden wir gleich anschließen. Ich liebe das ja, da bin ich ja durch, zum Glauben gekommen, durch den Austausch mit dir in der Burgerbude, dieses authentische Zeugnis, diese nicht, ich habe mal schnell was gelesen und dann bin ich hingegangen, sondern durchschlitten, wie du sagst, Klo, Dings, alles, was so erlebt, durchschlitten, erlebt, Halleluja. Aber nicht als Gegen, sondern als er, es spielt keine Rolle, wenn plötzlich ein Prophet in der Stadt auftaucht und sagt, in 120 Tagen wird Ninive untergehen oder 40 Tagen wird Ninive untergehen, dann spielt es keine Rolle, was der für eine Geschichte hatte, dann spielt es keine Rolle, was er durchgemacht hat. Wenn Jeremia aufgestanden ist, wenn Elia aufgestanden ist, wenn Paulus, natürlich war das ein Hammerzeugnis, Paulus, das war der vorher, das ist dann authentisch, das ist echt, das lieben wir ja. Und deswegen liebe ich das auch. Und auch dieser Segensgruß von Kirchenstörer, diese Briefchen, ist nur jedem zu empfehlen. Die das für sich als Ausrede oberflächlich abtun wollen und sagen, ach, da sind sie mal aufgestanden und haben es gut quer gehabt. Der Herr weiß es, ihm zur Ehre, wie Bruder gesagt hat, Klos geputzt, sich mit eingebracht, die demütigt, erniedrigt, für ihn. Alles, ihn zur Ehre, fragende Stellung, wie eine Frau eigentlich, nicht wie ein Mann, wie eine Frau. Demut. Und hingegangen, bis es dann dahin gekommen ist, was wir ja schon in den ersten beiden Teilen gemacht haben. Aber, wenn der Herr jemanden sendet und es ruft, spielt das keine Rolle, dann müsst ihr prüfen, ob es sich so verhält oder nicht. Das ist das, was ich gehört habe. Und dann nehmen wir gleich weiter mit den Jesus-Freaks. Ist auch wunderbar und spannend. Darf ich noch einen Satz? Aber wirklich kurz, Bruder. Kannst du so lassen. Mir ist, als du das gesagt hast, das Schöne ist ja, habe ich sofort gehört, denk mal an Jona, der gesagt hat, noch 40 Tage Ninive wird unterhängen. Kick dir mal seine Vorgeschichte an. Ja. Da wirst du sehen, wer ihn dazu gebracht hat, das zu tun. Genau. Weil das ist ja keine Freude. Ja, ich weiß doch, dass du ein rechter Gott bist. So, ich hör auf, also seine Vorgeschichte. Alle ja, genau. Die dürfen es wissen. Genau. Aber die gehört haben, die haben es nicht gewusst. Nee. Und hat auch keine Rolle gespielt. Weil der Ruf ist ja und bleibt der, wo er sagt, wie der Esel, der den Propheten Bileam, als er Israel fluchen wollte, an den erscheuert. Dreimal geprügelt worden. Weil es geht ja nicht um den Redner, es geht ja um die Botschaft. Das ist das, was uns ja so laut ist, was wir so lieben. Aber der Herr einen ja auch dahin schult und ausgestaltet, umgestaltet, damit das dann auch Gewicht hat und nicht nur Theorie ist, sondern auch durchschlittene Praxis. Also auf eine Abschlussfrage. Hast du gewusst, dass du eben mal im Bundestag den Außenminister Herrn Westerwelle, Dr. Westerwelle zuruft, dass er Buße tun soll? Nee, wer nie drauf gekommen. Davon rede ich. Halleluja, genau. Danke. Halleluja, dann. Jetzt sind wir, glaube ich, oben. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben, so Gott will und wir leben. Amen. Adi. Tschüss. Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die Zeichen der Zeit, sie stehen auf Sturm. Komm mal raus aus deinem christlichen Elfenbeinturm. Komm hierhin, komm da in fromme Evolution. Ein frommes Gewerbe zu deiner Absolution. Das kaufbare Heil, das sollst du nicht glauben. Sie locken dich nur an, um dich auszurauben. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Mehr als 20 Kriege und Konflikte weltweit. Denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Krankheiten, Seuchen und Pestilenz und deinem weltweiten Pharma-Massenexperiment. Alles wird teurer, kein Geld reicht mehr aus. Und das unbändige Volk, ja, das presst dir aus. Auch die Schöpfung seufzt und leidet unter diesem Druck, weil die gesamte Menschheit auf diesem Globus spuckt. Unwetterwarnungen, Stürme und Flut. Die Erde ist am Wanken und spuckt heiß
heiße Glut. Doch die Not steigt noch an, wie nie zuvor. Und dir hilft dir keine Theologie-Professur. Ungerechtigkeit nimmt maßlos zu. Aus süß wird sauer und aus böse wird gut. Und die Liebe zur Wahrheit interessiert nicht mehr. Weshalb es kein Licht mehr gibt, keine Gegenwehr. Das Evangelium vom Reich ging aus in alle Welt, sodass das fromme Gewerbe in sich zusammenfällt. Diese Welt ist am Ende, die letzten Tage brechen an, in der kein Mensch ohne Christus bestehen kann. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. 1948, 14. Mai, holt der Herr sein Volk aus der Zerstreuung herbei, in das Land ihrer Väter, am Schwarzen Meer. Das auserwählte Volk mit ersehnter Wiederkehr, zurückgekehrt als der Nabel dieser Welt, dem Laststein der Nation, an dem die Welt zerschellt. Es ist Israel, Gottes Proklamation, und so wird klar, wir sind die letzte Generation. Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und so kommen wir zum Ende, was bald geschehen soll. Das Chaos nimmt zu, denn das Maß ist voll. Bis die Menschheit erstickt in ihrem Unglück und Not, folgt aus heiterem Himmel ein Angebot. Ein Retter der Welt, der euch erlösen wird. Eine Lichtsgestalt, euer Friedensfürst, der sich anbeten lässt von dieser ganzen Welt. Der Antichrist, euer gefallener Held, den der Herr mit seinem Hauch umbringen wird und ins Feuer werfen wird, in dem niemand stirbt.